Hey meine Lieben, willkommen zum neuen Video von mir. Heute habe ich ein XXL Douglas Haul und es ist nicht so, dass ich auf einmal diese ganzen Produkte gekauft hätte, das wäre ein bisschen viel, sondern ich habe einfach mal Douglas Bestellungen gesammelt von den letzten, sagen wir, 2 Monaten ungefähr, weil einzeln wäre es einfach nicht genug gewesen, um es euch zu zeigen, aber jetzt ist es genug Zeug, das sich angesammelt hat und gerade heute kam auch noch eine Bestellung und damit fange ich am besten mal an und zwar mit den 2 unspektakulärsten Sachen und zwar 2 Mascaras und jetzt denkt ihr euch, okay, die kenne ich doch, ne? Einmal die Essence I Love Extreme und einmal die Catrice Lashes to Kill in Waterproof. Warum bestelle ich die bei Douglas? Ja, das habe ich mich eigentlich auch gefragt, aber der Douglas Online-Shop hat jetzt halt auch die ganzen Addis, Maybelline, Catrice, Essence, all diese Produkte und ich weiß nicht warum, aber es spricht mich einfach mehr an, wenn ich die Sachen in einem Online-Shop sehe, als wenn ich sie direkt im DM sehe. Ich weiß nicht, warum das so ist und sagt mir mal, ob das nur bei mir so ist oder ob ihr das auch kennt. Auf jeden Fall habe ich mir diese 2 Sachen gekauft und auch gleich noch einen Essence-Lidschatten, aber ich wollte mit denen hier anfangen. Aber eine Sache finde ich ein bisschen komisch, also bei der Catrice Lashes to Kill, wenn ich die so aufmache, dann hat die irgendwie so ein bisschen verklebtes Bürstchen. Das ist jetzt schon ein bisschen besser. Aber als ich sie vorhin rausgemacht habe, war das Bürstchen total voller Tusch und habe ich es ein paar Mal raus und rein. Und jetzt hat sich es wieder gelegt. Also ich denke mal, dass die ganz gut ist. Ich hatte ja schon mal die mit den 4-Slash-Fibers und war da auch schon ganz begeistert von. Und ich weiß auch nicht, irgendwie wollte ich sie halt haben und ich glaube, die kostet keine 3 Euro. Und ja, genauso wie die Essence I Love Extreme. Ihr wisst, ich bin normal überhaupt kein Fan davon. Ich habe auch schon die Crazy Volume ein bisschen runtergemacht und habe gesagt, hey, die ist auch nicht gut und sind eigentlich auch nicht so gut, aber ich höre halt immer wieder, ich kenne so viele Mädels, die sagen, dass es ihre Lieblingsmascara ist und ich dachte mir, okay, für 2,75 oder 79 gibst du ihr jetzt einfach nochmal eine Chance und ja, ich denke, das Bürstchen bräuchte ich eigentlich nicht zeigen, aber ich mache es halt riesengroßes Bürstchen und ich werde sie auf jeden Fall als Topping-Mascara nehmen, denn als erste Mascara zum Trennen und so funktioniert das bei mir einfach nicht, aber ja, vielleicht lerne ich sie ja auch noch lieben und irgendwie hat es mich gereizt. So, dann noch kurz zu dem Essence Lidschatten. Ist die Farbe Sandy Says Hello. So ein Metallic-Effekt, Farbe 77. Moment, ich swatch den euch gleich mal. Das ist eine wirklich sehr, sehr schöne, zarte Farbe auch. Aber doch mit einem hübschen Schimmer auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt sehen könnt. Ich bin jetzt heute auch in einer anderen Location. Und ja, weil ich mir dachte, irgendwie ist es hier ein bisschen anders und so ein bisschen Tapetenwechsel und na egal, auf jeden Fall so sieht die Farbe aus. Ist ein sehr, sehr schönes, ich weiß gar nicht, wie man die Farbe beschreiben könnte. Es hat so einen Rosé-Gold-Touch drin, also es ist ganz, ganz komisch. Aber eine sehr, sehr schöne Farbe, die mich, wie gesagt, im Laden irgendwie nicht so angesprochen hat. Aber wenn man diese Sachen dann alles im Online-Shop sieht, dann kann man sich das irgendwie so ganz genau anschauen und ich weiß nicht. Bitte schreibt mir, ob ich da die Einzige bin, ob, ja, genau, dann was immer bei meiner Bestellung bei Douglas dabei ist oder so gut wie immer ist das Batiste Trockenshampoo, das ganz normale, das Original, finde ich sehr, sehr gut, bestes Trockenshampoo, das ich je probiert habe, liebe ich total und ist für mich einfach so, ja, wow, was ganz, ganz Besonderes und einfach was, ohne dass ich gar nicht mehr richtig leben könnte sozusagen, also für mich ist Trockenshampoo was echt Wichtiges geworden. Dann gab es noch so ein kleines Set und zwar von Biotherm Skin Best. Und eigentlich brauche ich das gar nicht direkt. Also ich denke, ich werde es auch meiner Mutter geben. Aber ich wollte es halt auch mal ausprobieren. Einfach weil ich bisher von Biotherm Proben schon begeistert war. Auch wenn sie Anti-Aging oder so waren, was ich ja eigentlich noch gar nicht brauche. Aber es hat meine Haut trotzdem gut getan, weil meine Haut halt doch sehr, sehr trockene Phasen hat. Und dann tut es einfach sehr, sehr gut, wenn da wirklich so eine reichhaltige Creme da ist. Und deswegen wollte ich Skin Best auch ausprobieren. Aber der hauptausschlaggebende Grund ist, dass sie dafür Werbung macht. Und zwar Leighton Meester. Ich weiß nicht, ihr kennt sie. Wenn ihr Gossip Girl kennt, kennt ihr sie. Sie war Blair. Und ich habe halt diesen kleinen Tick, dass wenn dass ich da so danach auch noch ein bisschen Folge schaue, was sie so machen und mich eben immer noch für sie interessiere. Also so wie jetzt bei Gossip Girl, das läuft zwar nicht mehr, aber ich interessiere mich trotzdem noch für die Stars. Und ich weiß nicht, als ich gesehen habe, dass sie dafür so Werbung macht, da bin ich einfach totales Werbeopfer und dachte mir, na gut, dieses kleine Päckchen kannst du dir kaufen und es einfach ausprobieren. Und ich finde halt auch dieses Bild hier von ihr total hübsch und ich dachte mir halt, kaufst du es eben. Und wenn ich mich jetzt so selbst erzählen hätte, denke ich auch, oh mein Gott, du hast sie doch nicht alle. Aber ja, irgendwie habe ich so diesen Fable, dass ich
Dinge gern von Stars kaufe, genauso wie das Shampoo von Claudia Schiffer. Also ich bin jetzt kein Claudia Schiffer-Fan, aber ich habe mir trotzdem vor kurzem das Color-Shampoo gekauft. Darüber gibt es auch dann spätestens im Aufgebraucht-Video eine Review, aber ja, ich habe es erst zweimal benutzt, also kann ich auch nicht so viel sagen. Aber ich glaube, ich hätte es nicht gekauft, wenn es jetzt nicht von Claudia Schiffer gewesen wäre, wisst ihr? Das ist einfach so total, das geht so voll in mein Hirn, diese Marketingstrategie, aber ja. Egal, genau, und in diesem Skin Best Ding war eben diese Creme hier. Ich glaube, das sind 10 Milliliter, oder? Ne, sogar 15 Milliliter sind da drin. Und es sieht ja auch sehr, sehr schön aus. Es spiegelt sich ja halt alles schön drin. Und es ist halt echt ein hübscher Tiegel. Und Moment, da muss auch noch ein Serum gewesen sein, wenn ich das jetzt gerade finde. Ne, ich finde es jetzt gerade nicht. Aber zu jeder Biotemp-Bestellung gab es nochmal 2 Biotemp-Proben. Und zwar auch aus dieser Serie, dieses Skin Best Serum. Das ist so das Große. Aber direkt in diesem Schächtelchen war noch so ein Sachet von diesem Serum. Ja, aber das hier gab es als Gratis-Dings dazu. Und dann gab es noch aus der Blue Therapy-Serie auch so eine kleine Creme. Und ja, ich bin halt total anfällig, wenn es eben um Cremes und um sowas geht. Und dann muss ich es einfach haben. Und ja, genau, dann gab es noch 2 Duftproben, die man sich aussuchen konnte. Einmal Taylor Swift Wonderstruck. Ja, wollte ich einfach mal ausprobieren. Sieht sehr, sehr hübsch aus, auch wie das hier so gestaltet wurde. Und dann von Chanel das Chance. Oder wie auch immer man es ausspricht. Auf jeden Fall von Chanel. Und ja, ich bin einfach jemand, der Duftproben total gerne hat. Und jetzt komme ich mal zu dem nächsten Zeug, was so angesammelt wurde. Oder was ich so angesammelt habe. Wurde es schon rausgefallen. Und zwar von Dior auch eine Probe, die ich dazu bekommen habe. Hypnotic Poison. Davon habe ich schon mal eine Probe gehabt. Es riecht sehr, sehr intensiv, wie der Name eigentlich auch schon sagt. Hypnotic Poison ist schon sehr extrem. Muss man mögen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich es mag. Also es ist ein bisschen zu viel für mich, aber es ist eine Parfümprobe, die man mit 4-5 Mal drauf so rumspritzen wieder leer hat. Und ja, ist jetzt auch nicht tragisch oder so. Und dann habe ich mir auch einmal von Lavera ein Duschgel gekauft. Ist genau das gleiche. Im DM gehe ich an Lavera eigentlich so ziemlich vorbei. Aber, ja, im Ding, aber eben im Douglas fand ich es irgendwie dann doch ganz cool und habe es mir halt gekauft. Das ist Lime Sensation Duschgel, Bio-Eisenkraut und Bio-Limone. Und es riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es riecht sehr angenehm, sehr frisch und fruchtig. Also wirklich sehr, sehr limonenlastig, aber ich glaube, durch diesen Eisenkrautgeruch bekommt es noch so ein bisschen so einen herberen Geruch einfach. Und das ist auch wieder sowas Blödes, beziehungsweise eher ist mir hinterher dann eingefallen, dass ich, also ich wusste, irgendwoher kenne ich Eisenkraut. Und habe ich nachgedacht und dann war mir klar, natürlich von Vampire Diaries. Und ja, das ist auch wieder sowas. Also ich habe das Duschgel jetzt nicht gekauft, weil ich Eisenkraut haben wollte. Also so krank bin ich jetzt auch nicht. Aber mir ist hinterher eingefallen, Eisenkraut kenne ich irgendwoher. Und ja, genau, von Vampire Diaries war es halt. Und ja, ist auf jeden Fall, riecht sehr, sehr gut und freut mich, dass es ja ganz gut riecht. So. Dann habe ich hier diese I Love Mango Handcreme, die habe ich euch schon in der Review gezeigt. Das ist auch das Einzige, soweit ich weiß, was ihr jetzt von diesen Produkten schon mal gesehen habt. Und sehr, sehr gute Handcreme, kann ich sehr empfehlen, wie ich ja schon in der Review gesagt habe. Dann gab es bei Douglas für 45 Cent, es gibt Dinge bei Douglas für 45 Cent, total krass, diese 2 Pöttchen gab es da. Und zwar sind es so Lippenbutter-Balsam-Dinger von Chapter. Also ich weiß nicht genau, kennt ihr diese Marke? Mir sagt die nichts. Aber das hier ist jetzt die Richtung Kokosnuss. Und die riechen einfach fantastisch. Also es ist hier wirklich so blau, so wie der Tiegel auch. Und es riecht richtig gut nach Kokosnuss. Natürlich sehr, sehr süß und künstlich. Aber ich mag das ganz gerne. Und das hier ist Peach. Und ja, der ist auch sehr Peach eben. Und riecht auch sehr, sehr angenehm. Den blauen habe ich schon mal benutzt. Der ist wirklich gut. Die pflegen besser, als ich es erwartet hatte. Und für 45 Cent, also wow, wirklich gut. Dann habe ich mir noch von L'Oreal, die gab es dann nämlich runtergesetzt, ich glaube für 2,95, die ja, Hydra Active 3 Tagescreme gekauft. Die benutze ich ja sehr gern. Die habe ich gerade erst vor 2 Tagen oder so leer gemacht und die benutze ich wirklich gern. Die ist wirklich sehr, sehr feuchtigkeitsspendend und ziemlich perfekt für meine Haut. Also wirklich eine Creme, die ich schon 3 oder 4 Mal nachgekauft habe und der ich eigentlich auch immer recht treu bleibe. Und da sie da jetzt im Angebot war, habe ich sie halt mitgenommen.
So, dann habe ich hier jetzt noch Duftproben, wie immer, man bekommt die ja hinterher geschmissen. Ah genau, und hier ist noch dieses Skin Best Serum, was da in diesem Päckchen mit drin war, was ich eben nicht gefunden habe. So, dann auch noch von Taylor Swift, wie heißt denn das? Achso, Taylor by Taylor Swift, aha, okay. 5-Euro-Gutschein. Dann von Baratti Milano Intensive Anti-Aging Cream. Okay, das werde ich wohl eher meiner Mutter geben. Und dann hier ein Dank-Coupon für Christ. Genau. Und jetzt so, ganz zum Schluss noch zwei Sachen von Art Deco. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie nicht zu durcheinander und alles, aber ich muss halt echt die Sachen wieder aus der Tüte kramen. Und zwar ist jetzt auch fast meine Eyeshadow Base von Art Deco leer. Also wirklich, ich kann die vielleicht noch 3-4 Mal benutzen und dann ist sie leer. Und ich habe gerade im Online-Shop gesehen, dass Art Deco eben so ein kleines Packaging hat, so eine kleine Vorteilsgröße, in dem eben noch dieser Lidschatten, die Nummer 29, dabei ist. Und hier drin ist eben noch dann die neue Eyeshadow Base und ich benutze sie super gerne. Es hat zusammen 6,80 Euro gekostet, dieses kleine Päckchen. Ich finde, es ist ja auf jeden Fall wert. Sie ist für mich die beste, die ich bisher ausprobiert habe. Sie hält eine Ewigkeit. Also dieses Pöttchen da habe ich jetzt locker 4 Monate oder so gehabt und ich benutze jeden Tag Eyeshadow Base und es hält wirklich sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir noch einen ganz, ganz tollen Lidschatten gekauft von Art Deco. Ich glaube, der hat auch nur 7 Euro irgendwas gekostet. Und zwar aus dieser neuen Jungle Fever LE. Das ist, die Farbbezeichnung steht hier jetzt nicht mehr, aber das ist die Farbe 20 und das ist so ein ganz, ganz toller Bronzeton. Ich swatche ihn euch mal. Der hat auch eine wunderschöne Stanzung, wenn ihr das hier so sehen könnt, mit diesen Blättern und so. Sieht ganz, ganz toll aus. Ich hätte gerne noch mehr mitgenommen, aber naja. Okay, ja genau, hier könnt ihr es sehen. Ich liebe ja so Bronzetöne und wirklich sehr, sehr schön. Wie immer, Art Deco ist eine große Liebe von mir. Habe ich auch schon eine einzelne Review drüber gemacht. Art Deco macht einfach für mich die allerbesten Lidschatten, die ich kenne und genau, so, das war jetzt mein Douglas Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt mal nach längerer Zeit mal wieder ein Douglas Haul. Wie gesagt, das war jetzt aus den letzten 6-8 Wochen in diesem Dreh rum. Also nicht denken, ich hätte das alles gekauft. Das sind wirklich Sachen, die in den letzten Wochen zusammengekommen sind, die sich einzeln nicht so gelohnt hätten. Und ja, wenn ihr zu irgendwas mal eine gesonderte Review haben wollt, dann sagt mir das doch gerne. Dann mache ich das. Wenn nicht, seht ihr die Produkte spätestens in meinem Aufgebraucht-Video. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich natürlich wie immer auf euer hoffentlich positives Feedback. Ciao!